Ja, und somit herzlich willkommen zurück bei The Bus Driver. Heute geht's los mit Stufe 5, mit dem Business Traveler Hotel. Eine Gruppe von VIPs muss vom Airport ins Hotel gebracht werden. Ein Business Traveler Hotel befindet sich am Rande der Old Town, das andere weiter in der City. Nicht vergessen, Elvis zu umrunden. Los geht's! Wieder eine Fahrt im Winter. Also muss man wieder etwas mehr aufpassen, da es rutschig sein kann. Alles einsteigen bitte. So, okay. Ich verstehe jetzt, wir haben zwei Hotels, die wir anfahren. Eines ist in der Old Town und das andere in der City. Gut. Dann ist mir das jetzt auch klar. 5 Minuten haben wir Zeit. Mal schauen, ob es diesmal wieder was wird mit der Pünktlichkeit. Egal, wir machen jetzt einfach weit. Hat niemand gesehen. Unser Bus ist ja noch heil. Von daher weiter geht's. So muss die Ampel jetzt rot werden. Hauptsache, ich sage noch am Anfang, wir müssen etwas aufpassen, da es rutschig sein könnte. Nun, was mache ich? Mit Vollgas auf die Bremse latschen und den Bus ins Schleudern bringen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Zumindest ist der Verkehr heute nicht so stark, was uns in die Karten spielt, was die Pünktlichkeit angeht. Aber ich mache mir jetzt mal noch nicht allzu viel Hoffnung, dass wir den Fahrplan einhalten können. Hier fängt es schließlich schon an, dass der Verkehr dichter wird und wir uns irgendwie drumherum schlängeln müssen. Ich schätze mal, wir müssen rechts abbiegen, von daher sollte das gut gehen. Genau. Wieder das Stadion, in dem wir auch schon mal vorbeigefahren sind. 2 Minuten bis zur Haltestelle und 0,8 Meilen. Die Ampel wird rot. Geschafft.
So. Hä? Hatten wir nicht vorhin 0,8 Meilen auf der Uhr stehen? Und jetzt sind es wieder 0,8. Oder habe ich mich da verlesen? Kann natürlich gut möglich sein. Vielleicht waren es auch 1,8. Naja, egal. Noch 40 Sekunden Zeit. Das schaffen wir wieder mal nicht. Im angegebenen Zeitraum pünktlich zu sein. Und lass mich raten, die Ampel wird gleich rot. Ups. Naja. War vielleicht etwas zu schnell um die Kurve. Aber entweder so oder 100 Punkte minus für die Ampel. Also spielt das gar keine Rolle. Aber das spielt eine Rolle. Läuft gerade nicht so gut für uns. Oder besser gesagt für mich. Irgendwie schon 4 Strafen. Aber gut. Solange wir ans Ziel kommen, ist alles okay. Weiter geht's. 1 Minute 15 für 0,8 Meilen. Manchmal frage ich mich, wie der Blinker hier gewertet wird. Nicht in der Spur. Blinker benutzen. Habe ich ja eigentlich gemacht, aber gut. Wenn das Spiel meint, dass ich das nicht gemacht hätte, kann ich auch nichts. Scheiße. Dafür. Oh, come on. Langsam reicht's. Gleich sind wir da. Allerdings jetzt schon mit 30 Sekunden Verspätung. Und mit vielen Strafpunkten. Da mir gerade etwas Geduld fehlt, immer an Ampeln zu warten. Was übrigens auch schön ist, man kann gar nicht richtig bremsen, also sprich, entweder rollt der Bus vorwärts oder rückwärts. Es gibt keine Handbremse oder sonst irgendwas. Finde ich gut. Kann man machen. Wer braucht schließlich schon eine Parkbremse?
So, da werden wir an der Endhaltestelle. Alles aussteigen bitte. Central Business Travel. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 26, Bonuspünktlichkeit 40%, Bonusfahren 36 und Strafen. 7 Strafen. Holy moly. Aber gut. Linie 19. Eine tolle Stadt. Es gibt Fahrer, die die 8-Minuten-Route von Linie 19 lieben. Längeres ununterbrochenes Fahren und nur 5 Haltestellen. Bushaltestellen bei der City Hall sowie anderen offiziellen Städten. Das ist doch falsch geschrieben. Machen diese Route auch für Touristen interessant, die einen Blick auf die Gebäude werfen möchten. Städten. Offiziellen Städten. Okay. Los geht's. Linie 19. 8 Minuten und 5 Haltestellen. Wenn nicht gut, dann müssen wir nicht so oft anhalten. Grove Park City Hall. Abgesehen natürlich von den Ampeln, die uns wieder einen Strich durch die Richtung machen können. Auch interessant, hier verlegen die Ampel für die... Okay. Hat sich erledigt, ist eine Einbahnstraße. Wollte schon sagen, da verlegen wir eine Ampel. Aber hat alles seine Richtigkeit. Bitte nicht rot werden. Das war noch gelb. Gut. Und darf ich jetzt hier bitte grün werden? Dankeschön. Quer über die Kreuzung an der interessanten Statue vorbei. Und Vollgas wieder Richtung Stadion. Ich sollte mich einen, ob ich es auf Englisch oder Deutsch ausspreche. Sonst ergibt es keinen Sinn. Komm schon, gib Gas. Und jetzt wird's grün, wow. Jetzt, wo ich zum Stehen gekommen bin. Danke für gar nichts. Hier haben wir zur rechten Seite die City Hall. Und haben jetzt schon wieder eine Verspätung von 30 Sekunden. Nächste Haltestelle ist Obelisk Square, Arkley and Sandersted. Weiter geht's.
Nice, grüne Ampel. Finde ich gut. Und wieder mit Vollgas durch die City. Gut, die Ampel ist gerade grün geworden. Sollte hoffentlich nicht wechseln. Fuck you. Aber diese Ampel soll jetzt grün bleiben, bitte. Danke. Wenigstens etwas. So, dann sind wir jetzt hier am Parkley Obelisk Square. Ah, ja. Man sieht's ja. Auf der rechten Seite haben wir diesen Obelisken. Vor diesem unglaublich schönen Gebäude. Was eigentlich schöner aussieht als die City Hall. Aber ist nur meine Meinung und hat ja nichts zu sagen. Und schon wieder Verspätung. Eigentlich sollten wir schon bei der nächsten Haltestelle sein. Und wir haben noch 0,4 Meilen. Nicht so gut. Jetzt gleich schon eine Minute Verspätung. Kann ja nur noch schlechter werden. Einsteigen. Dann kommt gleich die Endhaltestelle Sanderstedt. Bei der wir eigentlich schon sein sollten. Oh no. Irgendwas hat uns sehr viel Zeit gekostet. Ja, nee. Mann. Pünktlichkeit 10%. Danach auszusehen. Und die andere wird gelb. Noch geschafft. Zum Glück. Ja, nee. Alles gut. Alles unter Kontrolle.
war nur eine Fortpflanzung bis jetzt, glaube ich. Ich meinte es zumindest. 2 Minuten Verspätung. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Aufgabe erfüllt. Beförderte Fahrgäste 37, Bonuspünktlichkeit 16%. Ich hab's gesagt. Bonusfahren 34, Sprachefahren 3. Ja. Pünktlichkeit am Arsch, aber alles gut, wir sind angekommen. Von daher alles tipptopp. Dann geht's weiter mit der Linie 16, City-Linie. Linie 16 verbindet das nördliche und südliche Ende von Westside. 5 Haltestellen liegen zwischen Terminal West und Wilson. Ob sie es wohl schaffen, alle pünktlich anzufahren? Vorsicht, auf der vierspurigen Straße setzen sie rechtzeitig den Blinker. Ja, werden wir nicht schaffen. Aber danke für die Zuversicht. Auf geht's. Drücken Sie F1. Nächster Halt, Western High School. Oh shit, was? Sorry. Lief schon mal grandios. Ich dachte nämlich eigentlich, wir müssen rechts rum. Aber da habe ich mich wohl vertan. Deshalb diese scharfe Bremsung. Gut. Oh Mann. Ich werde mich nie an diese Störung gewöhnen. Okay. 15 Sekunden Vorsprung. Lief schon mal gut. Was war von Abweichung? What the hell? Hätte ich jetzt warten müssen, bis die Zeit abläuft? Wahrscheinlich. Also zu früh abfahren darf man nicht, aber zu spät kommen ist okay. Würde ich jetzt anders sehen. Nimm die Kurve bitte. Und dann warte ich halt hier, bis die Zeit abläuft. Listen Grove. Sind wir hier gerade? Nächste Haltestelle ist Kilburn. Canonbury. Bexley Heath and Wilson. Fällt mir erst jetzt auf, dass die Leute auch Gespräche führen. Ach komm schon, 2 Sekunden, Mann. Fuck you. Dass jetzt so schlimm ist. Oh Mann, ey. Aber irgendwie komisch, dass jetzt hier die Zeit so berechnet ist, dass man einfach viel zu viel Zeit hat. Irgendwie strange. Aber vielleicht machen sie das extra, damit man mal das Gegenteil erlebt.
9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jetzt darf man losfahren. Okay, da ist schon die nächste Haltestelle. 20 Sekunden. Weitere Haltestellen. Dann hätte man eigentlich hier mal pünktlich sein können. Aber ich hab's verkackt. Ich dachte, es gut wäre, wenn man etwas Spazierzeit hätte. Aber falsch gedacht. So, Wechsley Heat. Und go. Old Top. Dann geht's jetzt ab in Old Top. Für die zwei linken Spuren benutzen, wie es aussieht. Und dafür haben wir 1 Minute 50 Zeit. Für 0,4 Meilen. Auf dem Highway. Ich mache zur Sicherheit mal den Blinker an, da ich meine Spur hier bestimmt nicht halten kann. Und da das sonst als schlecht gewertet wird. Gut. Geschafft. Dieser Mittelspurschleicher und Linksspurschleicher. Schlimm. So. Sind wir jetzt hier mit 30 Sekunden zu früh? Aber wenn ich jetzt anhalte. Okay, doch. Man dürfte nur nicht losfahren, aber das ist ja die Endhaltestelle. Beförderte Fahrgäste 40, Bonuspünktlichkeit 100%, alter Schwede. Bonusfahren 28, Strafefahren 3. Das war einmal eine Vollbremsung und zweimal zu früh abgefahren. Wenn ich mich recht entsinne. Bonuspünktlichkeit mal 100%, unglaublich. So, und damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Das waren die ersten 3 Linien von Stufe 5. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei The Bus Driver. Tschüss!